Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. In Wien hat der Gemeinderatswahlkampf begonnen. Die Bundeshauptstadt, das ist politisch traditionell das rote Wien, seit mehr als 100 Jahren. Und in dem jetzigen Wahlkampf scheint es auch so zu sein, dass der Bürgermeister der Sozialdemokrat Michael Ludwig vorn ist. Das ergeben alle Meinungsumfragen. Wie Städte, Großstädte sich entwickeln, das ist entscheidend fürs 21. Jahrhundert, nicht nur in Österreich, in ganz Europa. Und wir haben daher eine Runde hier zusammengestellt von Vordenkern, Quereinsteigern, Kandidaten und Kandidaten, denen wir Fragen stellen rund um den Gemeinderatswahlkampf und die Situation in Wien. Mit mir gemeinsam wird die Kollegin Eva Konzett die Fragen stellen. Hallo. Hallo. Ich begrüße sehr herzlich von der SPÖ Mireille Ngosso. Hallo. Hallo. Frau Ngosso ist stellvertretende Bezirksobfrau im ersten Bezirk in Wien. Sie ist Ärztin. Ihre Eltern sind als Flüchtlinge mit ihr aus dem Kongo nach Österreich gekommen. Sie ist aufgewachsen in Wien. Von der ÖVP ist Laura Sachs-Lehner gekommen. Hallo. Hallo. Frau Sachs-Lehner ist Spitzenkandidatin der ÖVP in Wien-Landstraße und sie ist Generalsekretärin der jungen ÖVP. Junge Jugendorganisationen sind ja oft rebellisch. Wir werden sehen, ob das auch in dem Fall stimmt. Ich begrüße die grüne Gemeinderatskandidatin Judith Büringer. Willkommen. Schönen Nachmittag. Frau Büringer ist Expertin für Sozialpolitik, war in der Armutskonferenz lange tätig, ein Netzwerk von Organisationen, die sich gegen soziale Ausgrenzung engagieren. Und von den NEOS ist Selma Arapovic gekommen. Willkommen. Guten Tag. Frau Arapovic ist Bezirksrätin in Wien-Leopoldstadt. Sie ist Architektin vom Beruf und sie ist aus Bosnien ursprünglich gekommen mit ihrer Familie als Flüchtling nach Österreich. Und ich begrüße sehr herzlich von der Liste Links Anna Svetz. Hallo. Guten Tag, hallo. Frau Svetz ist Spitzenkandidatin der Liste Links, eine Liste, die neu zusammengestellt wurde aus Aktivistinnen und Aktivisten verschiedener Bewegungen, von Fridays for Future sind ein paar Leute dabei, der Bewegung Donnerstagsdemos, die es gegen die frühere Regierung gegeben hat, auch die KPÖ ist Teil dieses Bündnisses. Das ist eine Runde, die nicht Anspruch auf Vollständigkeit hat. Nicht alle Parteien, wie man sieht, die im Gemeinderat vertreten sind, sind hier, sondern wir haben uns gedacht, wir wollen Persönlichkeiten, die einen Beitrag zur Entwicklung, einen uns wichtig erscheinenden Beitrag zur Entwicklung der Stadt Wien leistet. Eva. Frau Ngosso, darf ich mit Ihnen beginnen? Sie haben gerade erzählt, Sie sind die ganze Nacht im OP gestanden, im Krankenhaus, weil jetzt Eingriffe nachgeholt werden, die während der Corona-Zeit nicht durchgeführt werden konnten. Wie gut ist denn die Stadt vorbereitet auf den Herbst, der auf uns zukommt? Wenn man jetzt zum Beispiel bei der Nummer 1450 anruft, dann wartet man durchaus 2 bis 3 Tage, bis man überhaupt getestet wird. Und das sind ja Menschen, die schon Symptome des Coronavirus haben. Wie gut steht die Stadt da? Als es zum Corona-Lockdown gekommen ist, kann ich jetzt sagen, von im Krankenhaus, also auch bei uns, habe ich das Gefühl gehabt, natürlich am Anfang war alles ein bisschen durcheinander, niemand kannte sich genau aus, wie geht es jetzt weiter. Aber sehr schnell ist eigentlich ein guter Plan erstellt worden. Also zum Beispiel bei uns auf der Chirurgie hatten wir eine ganze Station, die gleich geleert worden ist, um eben Corona-Patienten und Patientinnen behandeln zu können. Was viele Menschen nicht wissen, es geht jetzt nicht nur um, dass man ein Krankenhausbett hat, sondern eigentlich vielmehr geht es ja darum, dass man Beatmungsgeräte hat, ja, und dass wir genügend Intensivbetten haben. Und beispielsweise in der Klinik Kitzing wurde sehr schnell Intensivbetten aufgestellt, Beatmungsgeräte waren da innerhalb von einer Woche und wir waren eigentlich startklar und bereit, Corona-Patienten, Patientinnen aufzunehmen. Also ich glaube, dass es im Großen und Ganzen, dass wir mit der Corona-Krise unter Anführungszeichen sehr gut umgegangen sind, auch gut vorbereitet waren. Natürlich gibt es immer wieder Punkte, die nicht gut passen oder die noch ausbauungsfähig sind. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass wir das hier in Wien gut gemeistert haben. Aber mit den Tests nur noch einmal zur Nachfrage, wie gut funktioniert das, wenn ich 2, 3 Tage warten muss, Das Problem mit den Tests ist, dass wir nicht genügend Tests haben. Also hier immer in Wien, ja, immer noch nicht. Im Krankenhaus selbst funktioniert es mit den Testen sehr gut. Also auch jetzt, ich kann jetzt nur von meiner Abteilung sprechen, aber auch da, wenn wir Patienten, Patientinnen haben, die operiert werden sollen,
Die kommen 2 Tage vorher, bekommen ihren Test und dann werden sie aufgenommen. Es gibt natürlich noch immer zu wenig Tests, aber es wird alles daran getan, dass eben mehr Tests gibt und dass auch viel mehr Menschen natürlich auch getestet werden können. Der Herbst wird wahrscheinlich ein heißer. Wie gut ist denn die Stadt da vorbereitet? Sehr gut. Also von den Krankenhäusern sehr gut. Wir haben ja auch auf der Messe Wien haben wir diese Halle erstellt für die Corona-Patienten und Patientinnen. Tests werden nachgefordert. Wir haben genug Ausrüstung für die Ärzte und Ärztinnen und Pflegepersonal. Wir sind gut aufgestellt und ich bin sicher, dass wir das gut hinkriegen. Frau Sachs-Lehner, die Corona-Pandemie ist im März über uns hereingebrochen. Lassen Sie uns aber auch ein bisschen darüber sprechen, über die 10 Jahre Rot-Grün davor und wie Wien jetzt dasteht. Das Motto der ÖVP, wenn man der Kampagne Glauben schenkt von Gernot Blümel, ist, Wien ist schön, aber das reicht nicht. Das Schlagwort ist Leistung. Wie steht es denn um die Leistung in der Stadt Wien, die immerhin pro Kopf ja das zweithöchste BIP des Landes erwirtschaftet? Ja, also grundsätzlich muss man mal sagen, dass man, glaube ich, in der Politik einfach gewisse Wahrheiten aussprechen muss. Und worauf Sie ja jetzt ansprechen in Ihrer Anmoderation, ist ja, dass sozusagen bei gewissen Wahlkampfthemen, die wir jetzt vielleicht aufwerfen, uns vorgeworfen wird, dass wir die Stadt Wien bashen oder dass das nur Wahlkampfgetöse ist. Fakt ist einfach, es gibt jetzt nach den letzten 10 Jahren Rot-Grün einfach einige Bausteine in Wien. Wir haben ein riesengroßes Integrationsproblem in Wien. Wir haben das Problem, dass wir, wenn wir uns die Wiener Wirtschaft anschauen, überbordende Demokratie. Wir brauchen viel mehr Flexibilität. In den Tourismuszonen muss was getan werden. Also ich könnte jetzt natürlich ausholen, ja, auch wenn wir über Corona sprechen. Auch da gibt es im Wiener Gesundheitssystem irrsinnige Herausforderungen. Und da braucht es einfach, unabhängig davon, sozusagen, was man jetzt vielleicht als, was man sagt, was von welcher Seite kommt, was ist gut, was ist falsch. Das heißt ja immer sozusagen, jede Forderung, die man vielleicht mal aufgreift, die jemand von der FPÖ gesagt hat, wird dann sofort als schlecht klassifiziert. Das sehe ich nicht. Ich glaube, man muss sich einfach anschauen, was sind die Probleme und das dann einfach anpacken. Und wenn wir uns anschauen, was für ein riesengroßes Integrationsproblem wir in Wien haben, dann muss man das einfach angehen, unabhängig von irgendwelchen ideologischen Scheuklappen. Und das, habe ich das Gefühl, passiert in Wien einfach seit vielen Jahren nicht. Das finde ich sehr, sehr schade und ich finde, das sollte sich ändern. Es geht jetzt nicht um ein Wien-Bashing, sondern es geht einfach um die Stichworte, die auch in diesem Wahlkampf gesetzt werden. Leistung ist das Stichwort der ÖVP. Ist Wien eine Stadt, in der man sich ausruhen kann? In der man sich ausruhen kann, kommt darauf an, wen man sich anschaut in Wien. Aber wo wir das Gefühl haben, ist, dass einfach in Wien Leistung sich nicht lohnt und der arbeiten geht, einfach sozusagen nicht das rausbekommt, was er leistet. Das wollen wir ändern und ja, dafür treten wir auch an. Frau Bühringer, Sie waren ja lange Geschäftsführerin von Arbeit Plus. Das ist ein Netzwerk von Sozialunternehmen. Sie können wahrscheinlich beim Stichwort Leistung einiges sagen. Was kommt denn aber darüber hinaus auch auf die Stadt jetzt zu durch die Corona-Pandemie, durch die steigenden Arbeitslosenzahlen? Wie muss man sich da wappnen? Die Pleitewelle steht ja, zumindest sagen das alle Experten, denen wir jetzt glauben wollen, die steht bevor im Herbst. Ja, also Wien hat mehrere Krisen gleichzeitig zu bewältigen. Das eine ist die Klimakrise, die nicht ruht, die sich auch nicht verschieben lässt. Und das zweite ist, dass wir mit der Corona-Krise jetzt eine riesige Arbeitsmarktkrise vor uns haben. Wir haben eine historische Arbeitslosigkeit und, das muss man auch sagen, viele Menschen waren ja schon davor arbeitslos, auch lange arbeitslos. Das sind Menschen, die schlichtweg gar nicht mehr die Möglichkeit haben, am regulären Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und wenn ich das höre zum Thema Leistung, dann kann ich nur sagen, wenn man mit arbeitslosen Menschen spricht, wenn man mit langzeitarbeitslosen Menschen spricht, dann sind das Menschen, die arbeiten wollen, die unbedingt arbeiten wollen, die kaum eine Chance haben am Arbeitsmarkt. Reden Sie mit Menschen, die über 50 Jahre alt sind, die Erfahrungswissen einbringen wollen, die hunderte Bewerbungen schreiben, nicht einmal eingeladen werden zu einem Bewerbungsgespräch. Ich finde, wenn wir über das Thema Leistung reden, dann ist das ein kleiner Ausschnitt, auch zum Thema Gerechtigkeit zu sprechen. Leistungsgerechtigkeit ist ein Aspekt. Es gibt so viele mehr Aspekte von Gerechtigkeit, zum Beispiel Chancengerechtigkeit. Welche Chancen haben arbeitslose Menschen eigentlich? Und ich finde, das sind die wesentlichen Fragen. Und das sind vor allem die wesentlichen Fragen, die sich jetzt in Corona stellen. Die riesige Arbeitsmarktkrise, wie lösen wir sie? Wie schaffen wir Arbeitsplätze? Die Grünen glauben und die Grünen wissen, dass Arbeitsplätze im Klimabereich geschaffen werden. Einerseits für hochqualifizierte Menschen durch die Maßnahmen, die wir setzen, um diese Stadt klimagerecht zu machen, um diese Stadt abzukühlen. Aber da werden auch ganz viele Arbeitsplätze für die Menschen entstehen, die jetzt arbeitslos geworden sind.
Frau Arapovic, auch die NEOS versprechen 56.000 Jobs oder wollen 56.000 Jobs in der Stadt schaffen. Genau. Wie soll das gehen? Genau, also wir gehen auch davon aus, dass Menschen Möglichkeiten, wenn sie Möglichkeiten haben zu arbeiten und der Arbeit nachzugehen, das natürlich gerne machen, weil jeder möchte ja selber sein Leben aufbauen können. Wir NEOS, wir haben tatsächlich eine Studie in Auftrag gegeben, um zu sehen, wie könnte man zusätzliche Arbeitsplätze in der Stadt schaffen. Und da ist bei dieser Studie herausgekommen, dass durch die Entlastung der Betriebe einerseits, durch eine Lehrlingsoffensive andererseits und durch die Investitionen, aber wirklich gezielte Investitionen in den digitalen Bereich, in den Umweltschutz und in die klimafreundliche Wirtschaft viele Plätze geschaffen werden können. Und da sind wir auf diese Summe von 56.000 neue Arbeitsplätze gekommen. Jetzt hat der Spitzenkandidat der ÖVP, der Gernot Blümel, der auch Finanzminister ist, in den Raum gestellt, dass er gerne die Sonntagsöffnungszeiten gelockert hätte. Mhm. Wie stehen die NEOS da dazu? Wir sind ja eine liberale Partei und wir stehen natürlich auch positiv dem gegenüber. Wir haben uns auch 2014 und 2015 dafür eingesetzt, dass das Unternehmen eigentlich freigestellt werden soll, ob es sich für sie lohnt, an einem Sonntag geöffnet zu haben. Also wäre das auch für Sie jetzt, Frau Sachs-Lehner, etwas, wo Sie sagen, das betrifft den Punkt Entbürokratisierung für die Wirtschaftstreibenden? Ja, auch. Also die Kollegin von den NEOS hat es eh schon angesprochen. Beim Thema Tourismuszonen geht es einfach darum, sozusagen, wie können wir die Wiener Wirtschaft jetzt auch gerade im Zuge der Corona-Pandemie, wo wir natürlich vor riesigen Herausforderungen stehen, wie können wir da sozusagen die Wiener Wirtschaft wieder beleben und noch stärker ankurbeln und auch entlasten? Und es gibt einfach Zahlen, die ganz klar sagen, dass eine Öffnung bei den Tourismuszonen und bei Sonntagsöffnungszeiten 140 Millionen Euro mehr Umsatz bringen würde, mehr Jobs bringen würde. Also man rechnet mit ungefähr 800 neuen Jobs. Und ist ja auch schon eine langjährige Forderung, gibt es in vielen anderen Metropolen. Und ich sehe eigentlich keinen Grund, warum es nicht in Wien auch funktionieren würde. 800 zusätzliche Jobs für Wien? Ja, genau. Okay. Wer einkaufen gehen will, der braucht eine gewisse Kaufkraft, sonst kann er im Geschäft nichts ausgeben. Frau Swetz, Sie fordern ein bedingungsloses Grundeinkommen und einen Bruttolohn von 2.900 Euro für alle Arbeitsverhältnisse. Wie soll das gehen? Wer wird das bezahlen? Also was wir fordern, ist eine bedingungslose Existenzsicherung, die sozusagen für alle Niedrigverdienerinnen ausgezahlt wird, für Erwerbsarbeitslose ausgezahlt wird, eben weil sehr viele Menschen in dieser Stadt und in diesem Land nicht abgesichert sind. Wir sehen das in der Corona-Krise noch mal deutlicher. Das war aber auch schon davor so, dass sehr viele Menschen sozusagen mit einem Einkommen oder einer Mindestsicherung von unter 1.500 Euro auskommen mussten. Und das reicht einfach nicht für ein würdevolles Leben. Jetzt sind wir der Meinung, dass es in diesem Land und in dieser Stadt dringend eine Umverteilung braucht. Ich finde das ja immer ganz spannend, wenn die ÖVP über Leistungsträgerinnen spricht. Davon spricht, dass sich Leistung wieder lohnen muss. Und wenn wir aber jetzt in der Krise uns anschauen, wer die Jobs gemacht hat, ohne die es wirklich nicht gegangen wäre, dann sind das die Menschen mit den niedrigen Löhnen. Dann sind das die Menschen, die jeden Tag aufstehen in der Früh und arbeiten gehen und bei denen trotzdem keine Waschmaschine kaputt gehen darf am Ende des Monats. Wir sind der Meinung, dass man sozusagen dringend umverteilen müsste von den Menschen, die ihr eigenes Vermögen für sich arbeiten lassen. Tatsächlich, das ist für uns keine Leistung. Deswegen bin ich der Meinung, wir sollten die wirklichen Leistungsträgerinnen, nämlich die Menschen, die Bus fahren, die Menschen, die sich um unsere Alten kümmern, die sich um unsere Kinder kümmern, die Menschen, die im Handel stehen, all die Menschen, die uns durch diese Krise getragen haben, diese Menschen verdienen eine gute Existenzabsicherung, die sich durch Umverteilungsmaßnahmen, das wäre dann auf einer Bundesebene eine Vermögenssteuer endlich, für die man sich wirklich stark machen müsste, für die man wirklich Druck machen müsste, auch auf Stadtebene, aber auch auf Stadtebene Umverteilungsmaßnahmen im Sinne von Wohnraum umverteilen, mit dem derzeit spekuliert wird, der nicht zum Wohnen genutzt werden kann. All diese Dinge bräuchte es und damit könnte eine gute Existenzabsicherung garantiert werden. Und was es wirklich auch braucht, ist Mindestlöhne, damit die Arbeit, die Menschen machen, gut entlohnt ist und damit sich Menschen einfach ein gutes Leben in dieser Stadt leisten können. Und das sind die Leistungsträgerinnen, die wirklich dringend eine Partei brauchen, die für sie einsteht, gerade in der jetzigen Situation. Frau Böhm, eine kurze Antwort. Brauchen wir ein Corona-Grundeinkommen, zumindest solange die Pandemie noch in dieser Form oder in dieser
Drastigkeit da ist. Wir brauchen definitiv neue Formen der Existenzsicherung. Wir können trefflich darüber debattieren, welche Form das dann ist, ob es ein bedingungsloses Grundeinkommen ist, ob es eine grüne Grundsicherung ist, die unbürokratisch, nicht beschämend und vor allem armutsfest ist, was die jetzige Mindestsicherung nicht ist. Also wir werden uns darüber unterhalten müssen, weil wir in riesigen Transformationszeiten in Bezug auf das Thema Arbeit ist. Und ich würde gerne noch anschließen an die Leistungsgerechtigkeitsdebatte. Auch etwas, das uns Corona gezeigt hat, wie durch ein Brennglas, wer sozusagen Arbeit, und zwar nicht nur Erwerbsarbeit, sondern vor allem Sorgearbeit in dieser Gesellschaft leistet. Es sind Frauen. Das heißt, ihr Leistungsgerechtigkeitsbegriff in der ÖVP geht ganz stark von männlich Alleinverdienern aus, die das Erwerbseinkommen erzielen, nicht gesehen wird, was Frauen gleichzeitig an Sorgearbeit leisten. Und diese Arbeit ist extrem ungerecht verteilt in unserer Gesellschaft. Das zeigt Corona, aber ist wie durch ein Brennglas. Es war natürlich vorher schon genauso. Und insofern, glaube ich, müssen wir uns ganz neu unterhalten, auch wie wir Arbeit neu definieren, nämlich nicht nur als Erwerbsarbeit, sondern auch als Sorgearbeit und vor allem, wie diese Arbeit verteilt wird. Und wenn wir sehen, dass Frauen so viel Sorgearbeit leisten, viel mehr in Teilzeit arbeiten, was wiederum bedeutet, dass sie diejenigen sind, die in Altersarmut irgendwann einmal landen, dann ist das ein Skandal und dann ist das definitiv ungerecht und definitiv nicht leistungsgerecht. Und ich glaube, genau über diese Modelle, wie das in Zukunft funktionieren kann, müssen wir uns unterhalten. Vielleicht darf ich da nur einen Satz sagen, weil mir wichtig ist zu sagen, dass genau diese Frauen, und ich schließe mich da in vielen Punkten an, aber genau diese Frauen auch von einer grün-schwarzen Regierung im Stich gelassen worden sind. Das muss man tatsächlich sagen, dadurch, dass sozusagen diese Sorgearbeit nicht anerkannt worden ist, dadurch, dass ganz viele Menschen sozusagen Sorgearbeit mit Erwerbsarbeit zu Hause dann kombinieren mussten, hat sich eine Belastungssituation für viele Frauen ergeben, wo man einfach sagen muss, hier hätte eine Regierung schneller reagieren müssen und hier hätte eine Regierung anerkennen müssen, dass sehr viele Frauen genau diese Arbeit leisten und jetzt im Herbst auch wieder damit konfrontiert sein werden, wie sich es momentan abzeichnet, genau das zu kombinieren. Also da hat einfach auch ein großes soziales Im-Stich-Lassen stattgefunden. Und vor allem auch, wenn wir über Frauen sprechen, vergessen wir nicht auch, dass gerade in dieser Corona-Zeit auch migrantische Frauen vor allem und Migranten und Migrantinnen diejenigen waren, die auch diese Schlüsselpositionen einnehmen und die jetzt halt total im Stich gelassen worden sind. Ja? Ich glaube, das müssen wir auch genauso betonen, dass es Migranten und Migrantinnen auch waren, größtenteils. Ja? Und noch ein anderer Punkt, Kinder. Die ganzen Kinder, die jetzt zu Hause unterrichtet worden sind von ihren Müttern oder von ihren Vätern, was ist mit den Kindern passiert? Ja? Mhm. Und ich glaube, dass wir jetzt auch eine gute Chance haben, die Bildungspolitik umzudrehen. Ja? Mhm. Dass wir jetzt eine Chance haben, die Bildungspolitik zu verändern. Eine Bildungspolitik, also wenn ich auf meine eigene Geschichte schaue, ich bin aus diesem System rausgeflogen, über einen zweiten Bildungsweg dann studiert etc. Wir müssen schauen, dass wir weniger Kinder verlieren auf diesem Weg. Das heißt, wir müssen den Lehrer und Pädagoginnen und Pädagogen die Unterstützung geben, damit sie mit den Kindern gut arbeiten können. Damit man Kinder unterstützt und nicht Kinder fertig macht, runterzieht und sie dann so weit kommen, dass wir sie verlieren. Danke, wir möchten ein neues Thema anschneiden. Und Frau Ngosso, ich wollte Sie auch fragen, die größte Demonstration nach dem Lockdown war eine Demonstration gegen Rassismus. Das sind Zehntausende auf die Straße gegangen in Black Lives Matter, anknüpfend an die Situation in den USA. Sie haben das wesentlich mitorganisiert. Warum wird so wenig getan gegen Rassismus in Wien, auch in Ihrer eigenen Partei? Ich nehme an, Sie haben auch diese Art von Vorurteilen erlebt. Im Wahlprogramm der SPÖ habe ich heftig gesucht, aber endlich dieses Thema nicht gefunden. Wie kann das sein? Ich denke, dass viele Menschen erstens mal nicht das Gefühl haben, dass es Rassismus hier in Österreich gibt. Es wird oft einen abgeschrieben und nicht ernst genommen. Ich denke, dass auch der Mut dazu steht, dass man dazu steht, dass es Rassismus hier gibt und dass es Menschen gibt in Österreich, die unter Diskriminierung leiden, dass es Menschen gibt, die auch durch die Polizei Ethno-Profiling etc. Erleben. Es gibt Menschen, die nicht die gleichen Chancen haben wie alle anderen auf dem Arbeitsmarkt, in der Schule etc. Und ich denke, dass es an der Zeit ist, da auch politisch eine klare und feste Meinung zu nehmen und dazu zu stehen und diesen Menschen auch wirklich zu unterstützen. Und das werde ich auch tun. Frau Sachs-Lehner, in den Stunden, in denen wir sprechen, brennt das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos, eines der größten Flüchtlingslager, total überlastet. Tausende Leute dort, Flüchtlinge, haben ihre Unterkunft verloren. In Wien hat es eine Diskussion
gegeben soll Wien Kinder, unbegleitete Kinder aus den Lagern in Griechenland aufnehmen. Die ÖVP ist dagegen, die FPÖ war dagegen, alle anderen Parteien waren dafür. Ist das nicht jetzt eigentlich der Zeitpunkt, wo man sagen muss, als junge ÖVP, auch in Richtung ÖVP-Kranken, bitte überlegt doch etwas, macht einen Schritt in Richtung Menschlichkeit, auch wenn das vielleicht wahltaktisch jetzt die Wahlstrategen nicht wahnsinnig begeistern wird? Naja, da muss man ja dazu sagen, dass Österreich laufend nach wie vor Flüchtlinge aufnimmt. Österreich nimmt auch Frauen und Kinder auf. Wir haben in den letzten 5 Jahren knapp 80.000 Frauen und Kinder in Österreich aufgenommen. Und natürlich sind die Bilder, die man sieht, erschreckend. Und da werden die 100 doch nicht wirklich ins Gewicht fallen. Zerreißt es da einem das Herz. Österreich hilft auch. Österreich hat, also der Außenminister hat heute Vormittag erst gesagt, dass wir mit finanziellen Mitteln vor Ort unterstützen. Wissen Sie eigentlich, wie das funktioniert mit den finanziellen Mitteln vor Ort? Also ich kann zum Beispiel über die Demokratische Republik sprechen, wo auch die EU auch ihre Fördergelder hinschickt. Das funktioniert nicht. Das Geld kommt nicht vor Ort an. Das heißt, die Alternative wäre, wir schicken keine finanziellen Mittel? Nein, die Alternative wäre zu schauen, was können wir konkret tun und wirklich auch etwas tun. Lass mich noch die Frau Sachs-Lehner vielleicht sagen. Nur uns weiter auszuführen. Also wie gesagt, Österreich tut da sehr viel, hat da sehr viel getan. Wir haben sehr viele Menschen aufgenommen in den letzten 5 Jahren in einer Größe, wie die Stadt Klagenfurt Einwohner hat. Das heißt, Österreich immer vorzuwerfen, würden die Hände in den Schoß legen und nichts tun. Das stimmt einfach nicht, aber wir kämpfen nach wie vor mit den Auswirkungen von 2015, mit den Menschen, die seither bei uns geblieben sind, die wir integrieren müssen. Ich darf nochmal auf die Integrationsprobleme gerade in Wien zu sprechen kommen, mit denen wir einfach Tag für Tag zu kämpfen haben. Einfach sozusagen jetzt unkontrolliert Menschen einfach wieder aufzunehmen, sendet ein falsches Signal. Und es geht einfach darum, dass man sozusagen illegale Migration bekämpft, den Schleppern nicht noch weiter irgendwie auf der Basis bietet. Das ist klar. Aber jetzt Deutschland nimmt unbegleitete Kinder auf. Luxemburg, das sind ja auch symbolische Dinge. Warum kann man keine Symbole setzen in Richtung, wir wollen mehr Menschlichkeit in einer so furchtbaren Situation, wie sie jetzt in der Flüchtlingslage existiert? Es geht da ja nicht um Menschlichkeit, es geht darum, welche Signale man Schleppern sendet, welche Signale man nach außen sendet. Und wie gesagt, 4.000 Anträge haben wir heuer als Österreich bereits gehabt. Was hat das mit Schleppern zu tun, wenn man 100 Kinder aufnimmt? Bitte. Also ich lasse Sie auch alle immer ausreden. Ich darf da kurz bitten. Ich kämpfe schon dafür, dass Sie bitten. Wenn ich von der Volkspartei bin, kann man mir einfach gemütlich ins Wort fallen. Finde ich irgendwie unangenehm. Bitte, sagen Sie. Nein, ich bin jetzt eh schon am Ende meines Statements angekommen. Dann dürfen gerne die Kolleginnen drauf loslegen. Aber noch einmal, es geht darum, welche Signale man sendet. Wir nehmen ja nach wie vor Menschen auf. Wir haben sehr viele Menschen aufgenommen. Das wird hier wohl niemand in Abrede stellen. Und Österreich hilft auch nach wie vor Ort und das ist in meinen Augen das Wichtigste. Frau Püringer, die Bereitschaft des Kanzlers, hier sich zu bewegen, hat sich nicht verändert durch die Koalition mit den Grünen. Ist das nicht eine Situation, wo man sagen muss, da hat eigentlich aus Ihrer Sicht, Sie sind für die Aufnahme von 100 Flüchtlingskindern in Wien, da hat eigentlich die Tatsache, dass Ihre Parteifreunde in der Regierungssitzung nichts gebracht, oder? Ja, da ist tatsächlich eine Grenze erreicht. Und natürlich geht es um Menschlichkeit und es geht vor allem um Menschenrechte. Und hier in so einer Situation, wo dieses Lager brennt, aber heute brennt es, aber in Wirklichkeit brennt schon die ganze Zeit. Wir wissen die ganze Zeit, wie es diesen Kindern, aber auch wie es den Familien, wie es den Menschen in diesem Flüchtlingslager geht. Und hier keinen Schritt zu setzen, ist völlig unverständlich. Also dafür habe ich überhaupt kein Verständnis, dass auch jede menschliche Grenze in mir erreicht. Natürlich müssen wir diesen Akt setzen. Es ist ein symbolischer Akt, aber wenn Sie irgendwie sagen, dass wir immer noch mit den Auswirkungen von 2015 kämpfen und um das Thema Integration kämpfen, möchte ich schon sagen, dass Deutschkurse gestrichen wurden für geflüchtete Menschen, dass ganz viel arbeitsmarktpolitisches Budget gekürzt wurde für geflüchtete Menschen. Sehr gut funktionierende Kompetenzchecks gibt es in der Form nicht mal. Es wurden unglaublich viele Mittel gekürzt, die wir gebraucht hätten, um Menschen hier auch gut integrieren zu können. Und für alle, die am Arbeitsmarkt Fuß gefasst haben, sehen wir auch und zeigen auch die Zahlen, dass sie sehr gut unterkommen und dass sie sozusagen, dass sie auch gebraucht werden und dass sie einen guten Platz haben. Frau Sachs-Lehner, Sie kriegen nachher Zeit.
Zeit, um auf alles zu antworten. Es werden jetzt wahrscheinlich nicht die Begeisterungsstürme für Ihre Position hier ausbrechen. Bitte, Frau. Aber meine Begeisterungsstürme halten Sie auch bei den Grünen eigentlich in Grenzen, weil Grüne eigentlich mit der ÖVP in der Regierung sitzen und eigentlich die Möglichkeiten hätten, dagegen etwas zu unternehmen. Es freut mich, dass Sie das ansprechen mit der Aufnahme von 100 Flüchtlingskindern, weil das war eigentlich ursprünglich eine Neos-Förderung. Wir sind sehr froh darüber, dass SPÖ und die Grünen mitgegangen sind. Und ja, es stimmt, es geht darum, dass man die Zeichen setzt und es ist auch Signale setzt, aber Signale der Menschlichkeit und des Anstands und nicht Signale, jetzt denke ich gar nicht an die Schlepper, ich denke dort jetzt an die Kinder. Es ist fürchterlich, also die Bilder in der Früh, ich bekomme wirklich Gänsehaut, mich berührt das natürlich, brauche ich jetzt nicht selbst in dieser Runde erklären, ja genau, berührt mich das irrsinnig, aber es geht auch darum, dass wir auch wissen, dass Winter kommt. Die Voraussetzungen, die dort in den Lagern gegeben sind, vor allem für die Kinder, die sind fürchterlich. Die liegen ja sind dort Sie in Lager gekommen, wie Sie aus Bosnien nach Österreich gekommen sind? Wir waren nur kurzzeitig in Oberösterreich in einem Sammellager, sind recht früh, hat uns eine Familie aufgenommen. Frau Setz, die, nehme ich an, Liste Links unterstützt das. Ist das eine Initiative, wo Sie sagen, Sie sind mit Grünen, Neos, SPÖ d'accord? Ich finde es gut, dass das gemacht wird, aber ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass es mehr braucht als ein freundliches Symbol. Also es gibt Menschen, die Hilfe brauchen, die brauchen auch nicht erst seit diesem Wahlkampf Hilfe, sondern schon viel länger. Und wir müssen das Geld ausgeben, um diesen Menschen ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Und wir müssen sehr, sehr viel mehr Menschen aufnehmen als 100 Kinder. Das ist auch sozusagen auch schon in der Formulierung, finde ich sozusagen, zeigt sich das ganz gut, 100 Kinder kurz vor einer Wahl, wo sind deren Eltern sozusagen, wo sind die vielen, vielen Menschen, die in den letzten Jahren auch schon ohne Perspektive in Moria gesessen sind, die Hilfe brauchen würden. Dass das von der ÖVP nicht kommt, die quasi eine Wirtschaftspolitik fördert, die ohnehin jeden Tag Fluchtursachen hervorbringt und die lieber Steuerflucht ermöglicht, als Menschen ein gutes Leben zu garantieren, das wundert mich ehrlich gesagt nur begrenzt. Ich finde es tatsächlich auch hochproblematisch, dass die Grünen sozusagen dieser ÖVP-Politik, die sich in Bezug auf Grundrechte keinen Millimeter bewegt hat, noch nie ein menschliches Antlitz verleiht mit der Regierungsbeteiligung. Also ich bin wirklich sehr, sehr stark der Meinung, dass man als Grüne nicht in einer Regierung sitzen dürfte und hier eine gewisse Legitimation verschaffen, die in Sachen Grundrechte so problematische Positionen vertritt. Und ich denke, ich schätze das sehr, was die Frau Ngrosso gesagt hat und schätze die Initiative wahnsinnig, die da gesetzt worden ist in Bezug auf den großen Protest. Und bin aber auch der Meinung, dass das hier einfach von der SPÖ, nämlich von Seite der offiziellen SPÖ, ihres Programms, ihrer Positionen, doch in weiten Strecken recht andere Positionen vertreten werden. Es hat mich zum Beispiel total gewundert, dass eine Beschwerdestelle für rassistische Polizeigewalt bei der Wahlkabine nicht bejaht worden ist. Es hat mich überaus gewundert, dass der Herr Michael Ludwig in einem Zitat. Sie ist schon bejaht worden, aber nur zu wenig bejaht worden. Wir wissen ja, wie das mit der Wahlkabine abläuft, dass man immer mehr Stimmen geben muss, um diese vier Punkte dazu bekommen. Und die SPÖ hat sich schon bejaht, aber zu wenig. Jetzt würde ich die Frau Sachs-Lehner bitten. Sie ist hier, ÖVP-Position ist kritisiert worden, Sie sind kritisiert worden. Bitte, Ihre Replik. Also lustigerweise ist es eigentlich eh schon angesprochen worden. Bei dieser Forderung nach den 100 Kindern geht es um Symbolpolitik. Es geht darum, dass man das jetzt im Wahlkampf sozusagen aufspielt. Und wie es die Frau Kollegin von der Liste Links gesagt hat, es gibt natürlich viel mehr Menschen noch, die eigentlich Hilfe bräuchten. Und es gibt viel mehr Menschen, die aktuell auf der Flucht sind. Nur Fakt ist, Österreich kann die alle nicht aufnehmen und Österreich kann nicht all denen helfen. Und man muss Politik schon noch als etwas Nachhaltiges, bitte nur ganz kurz zum Ausführen, okay? Man muss Politik schon noch als etwas Nachhaltiges verstehen und sich immer die Frage stellen, wenn wir diese Maßnahme jetzt tun, was hat das für Folgen in 2, 3, 4, 5, 10 Jahren? Und ich komme jetzt noch einmal auf die Situation in Wien zu sprechen, weil es die Kollegin von den Grünen auch angesprochen hat. Wenn wir uns anschauen, dass 2 Drittel aller Kinder in Wiener Volksschulen nicht Deutsch sprechen, wenn 2 Drittel der Kinder die Bildungsstandards nicht erreichen, wenn jede 10. Frau, die seit 2015 gekommen ist, noch immer keinen, also wenn eine von 10 Frauen bisher nur einen Arbeitsplatz hat, dann sind das ja alles enorme Herausforderungen für die Stadt und für das Land. Und da muss man sich schon die Frage stellen,
hilft, also sozusagen, welche Maßnahmen setze ich jetzt und was will ich eigentlich am Ende erreichen? Und ich habe das Gefühl, dass man ja, man bejaht irgendeine Form von Symbolpolitik und denkt überhaupt nicht daran nach, was das eigentlich für uns alle bedeuten würde. Ich hätte gern eine Frage noch von Ihnen allen beantwortet und würde bei Ihnen anfangen. Die Situation, dass ein Drittel der Wienerinnen und Wiener nicht wahlberechtigt sind, weil sie nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben, ist eigentlich demokratiepolitisch ein Wahnsinn. Also im 15. Bezirk, glaube ich, 50% der Menschen, die dort leben, die eigentlich im das Wahlrecht haben sollten. Frage an Sie und dann auch an die Kolleginnen, wie soll man das lösen? Sind Sie dafür, dass es dabei bleibt, dass Wienerinnen und Wiener, die hier Steuern zahlen, hier wohnen seit 5 Jahren, seit 10 Jahren, viele davon nicht wahlberechtigt sind, nicht wählen können? Soll das so bleiben, Ihrer Meinung nach? Ja, das soll so bleiben, meiner Meinung nach. Also ganz klar gegen ein Ausländerwahlrecht oder wie auch immer man es betiteln möchte. Wahlrecht für Wienerinnen, ja, wäre das. Genau. Die Frau Sachs-Lehner darf sagen. Bitte. Wahlrecht soll weiterhin ein Staatsbürgerschaftsrecht bleiben. Keine gleichen Rechte ohne gleichen Pflichten. Ganz klar. Die Menschen haben dieselben Pflichten. Ja, diese Menschen genau. Frau Setz, wie lösen Sie das? Ausländerwahlrecht oder Staatsbürgerschaft, schneller Staatsbürgerschaft? Was ist die Antwort auf die Situation? Ein Drittel der Wienerinnen und Wiener können nicht leben. Es ist vollkommen eindeutig, dass Menschen, die hier leben, nach einem Jahr Lebensmittelpunkt in Wien das Wahlrecht haben müssen. Das sind Menschen, die dieselben Pflichten in dieser Stadt haben. Und ein Drittel der Menschen vom Wahlrecht auszuschließen, ist eigentlich ein demokratiepolitischer Skandal. Und ich finde es wirklich auch skandalös, dass ein Herr Michi Ludwig vor laufender Kamera in der ZIP2 sich nicht dazu bekennen kann, dass ein Drittel der Wiener und Wienerinnen, die momentan von der Demokratie ausgeschlossen sind, kein Wahlrecht bekommen. Was macht die SPÖ damit, Frau Gosso, mit der Situation? Was ist Ihre Antwort? Wir haben auch damals als junge Generation vor einigen Jahren auch Antrag dazu gestellt. Und es ist ganz klar, dass wir möchten, dass Menschen, die hier leben, im Mittelpunkt 5 Jahre haben, das sind Wiener und Wienerinnen, dass sie auch die Möglichkeit bekommen, hier zu wählen. Ganz klar also und deutlich. Also 5 Jahren Staatsbürgerschaft ist das? Nein, nach 5 Jahren Lebensmittelpunkt in Wien. Okay, das also Wahlrecht zu erhalten. Das Wahlrecht für die Gemeinde und für das genau. Land, Bundesland Wien. Nein, wir sind. Allgemein das Wahlrecht. Wählen darf. Wir sind das genauso. Das sind Wienerinnen und Wiener, die einen Lebensmittelpunkt in dieser Stadt haben, die alles dazu beitragen, dass diese Stadt eine lebenswerte ist. Sie sollen wahlberechtigt sein. Und das ist, da schließe ich mich an, es ist ein demokratiepolitischer Skandal. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass unter diesem Drittel 72.000 Jugendliche sind. Das heißt, was signalisieren wir hier jungen Menschen, die nicht Teil unserer Gesellschaft sind? Aber ich möchte Ihnen schon sagen, dass Ihr Parteivorsitzender gestern, das möchte ich auch noch mal betonen, einfach das ganz klar ausgeschlossen hat und gesagt hat, das Wahlrecht ist an die Staatsbürgerschaft gebunden. Das irritiert mich sehr, weil ich dachte, da haben wir eine ähnliche Position. Und ja, Jugendliche auszuschließen, Jugendlichen zu signalisieren, sie auch nicht quasi überhaupt Anteil nehmen zu lassen an Demokratiepolitik, an Partizipation, an Beteiligung. Eure Meinung ist nicht gefragt. Das halte ich für extrem fatal. Wir haben da also als NEOS seit unserer Gründung haben wir diesbezüglich eigentlich eine klare Meinung. Wir wollen natürlich das Wahlrecht erweitern, in erstem Schritt auf die EU-Bürgerinnen und Bürger und im zweiten Schritt können wir dann darüber reden, ob es ab 5 Jahren, ab 10 Jahren des Lebensmittelpunkts in Wien ein Wahlrecht geben sollte. Ich muss aber dieses Thema wirklich auf ein EU-weites Problem eigentlich heben, weil wir haben innerhalb der EU irrsinnig viele EU-Bürgerinnen und Bürger, die nirgends wahlberechtigt sind. Denn in Deutschland ist es so, nach 15 Jahren, wenn man 15 Jahre lang nicht in Deutschland gemeldet ist, verliert man Wahlrecht. Das heißt, wir haben, oder in Schottland verliert man das Wahlrecht nach 8 Jahren. Das heißt, wir haben eine Menge EU-Bürgerinnen und Bürger, die nirgends wahlberechtigt sind. Und das ist schon ein demokratiepolitisches Problem. Vor allem in der Demokratie. Die Situation in Wien ist wirklich, glaube ich, besonders mit einem Drittel absolut. Der Bevölkerung. Absolut. Also wie gesagt. Ich habe viele Jahre in Brüssel gewählt, habe selbstverständlich immer den Bürgermeister mitgewählt. Eva. Das Wahlrecht soll nicht an die Staatsbürgerschaft gebunden werden, finden SPÖ und ÖVP. Sprache ist nicht an Herkunft gebunden. Vielleicht eine Präzisierung, 60% der Volksschulkinder oder der Kinder, die in die Volksschule kommen, haben nicht Deutsch als Muttersprache, was nicht heißt, dass sie nicht Deutsch sprechen.
aber 2/3 der 14-Jährigen in den NMS erreichen die Bildungsziele nicht. Integration ist ein sehr, sehr großes Thema. Corona war es jetzt in den vergangenen Monaten. Ein Megathema, die Frau Bühringer hat schon angesprochen, ist der Klimawandel. An dem kommen wir nicht vorbei. Der Sommer war heiß, aber die Hundstage waren erträglich. Der Klimawandel wird aber, das wissen wir, vor allem die Städte betreffen. Und in Österreich ist der Verkehr der Klimakiller Nummer 1. In Paris hat die Bürgermeisterin Anne Hidalgo mit ihrer Forderung nach einer Stadt der 15 Minuten eine Wiederwahl gewonnen. Also das heißt, dass man in 15 Minuten alles erreicht, was man für den Alltag braucht. In Wien streiten wir über Pop-up-Fahrradwege und eine autofreie Innenstadt. Wann kommt die denn jetzt, Frau Bühringer, die autofreie Innenstadt? Sie wird ganz sicher kommen, weil kein Weg daran vorbeiführt. Und wie Sie schon gesagt haben, ist das europaweit Vorbild. In den großen Metropolen gibt es autofreie Innenstädte und genau das wird in Wien auch kommen. Und zum Thema Pop-up-Radwege und so weiter, wie sehr wir uns da streiten. Die Grünen zeigen in Wien vor, wie es funktionieren kann, dass wir den Raum den Menschen zurückgeben, dass wir den öffentlichen Raum nicht den Autos überlassen, dass wir die Autos halbieren, dass wir die öffentlichen Verkehrsmittel verdoppeln und dass wir zeigen, wie eine zukunftsfähige Stadt geht, die nicht aufgeheizt ist, wo Menschen in der Nacht ruhig schlafen können, wo es coole Straßen gibt, wo sich Menschen begegnen können. Das zeigen wir alles vor. Und in Wirklichkeit heißt ja Pop-up, wir probieren etwas aus. Wir zeigen, was alles möglich ist. Wir geben Menschen einen öffentlichen Raum zurück, auch am Gürtel, wo man es nicht für möglich hält, dass eine kühle Oase entsteht, wo Menschen sozusagen sich abkühlen können, die rundherum am Gürtel leben, wo es immer nur Stau und Verkehr gibt, zeigen wir, wie es anders geht. Und ich glaube, genau das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft in einer Stadt. Und genau das werden die Grünen zeigen und können die Grünen, diese Klimakrise quasi auch mit dem anderen Thema der Sozialkrise zu verbinden. Aber rund um das Thema Klima gibt es 1000 Maßnahmen, die wir ergreifen müssen und wir fangen jetzt damit an. Die Gürtelfrische, der Pool am Gürtel hat für viele Kontroversen gesorgt. Frau Arapovic, die NEOS haben eine ganz konkrete Maßnahme vorgestellt. Sie haben gesagt, wir wollen eine Begegnungszone vom Stephansplatz bis zum Prater. Sie sind im 2. Bezirk. Wie soll das ausschauen? Und welche Lehren ziehen Sie jetzt aus dem Pop-up-Fahrradweg auf der Praterstraße, den es ja gegeben hat? Begegnungszone, das werde ich noch konkretisieren, worum es uns geht. Also wir sind jetzt in der Bezirksvorstehung in der Leopoldstadt seit 5 Jahren. Und seit 5 Jahren, aber ich habe gehört, dass es auch früher die Gespräche über die Neugestaltung der Praterstraße gegeben hat. Wir kommen dort nicht vom Fleck. Es gab eine kleine Bürgerinnenversammlung, wo das Thema Nestroyplatz besprochen wurde, aber es wurden nie Bürgerinnen und Bürger, Anrainerinnen und Anrainer bei diesem großen Thema der Umgestaltung der Praterstraße mit einbezogen. Wir NEOS haben das nicht mehr irgendwie ausgehalten, ganz ehrlich nicht mehr ausgehalten. Und wir haben dann Umfragen gemacht. Wir waren 10 Mal oder 12 Mal auf den Straßen, in der Praterstraße, in den anliegenden Straßen. Wir haben ein Bürgerforum organisiert, wo wir wirklich mit Anrainern und Reinrainern, wir haben einen riesigen Plan von der Praterstraße dabei gehabt, wo wir einfach Inputs geholt haben. Und aus diesem Impuls hat sich eigentlich herausgestellt, dass stadtauswärts die linke Seite der Praterstraße sich ganz gut dafür eignen würde, dass man diese Seitenstraße als Flaniermeile vom Stephansplatz bis zum Riesenrad ausbaut. Und dann, weil es bei diesen Umfragen, die wir gemacht haben, einen klaren Wunsch der Anrainerinnen und Anrainer gegeben hat, nach guter Aufteilung verschiedener Nutzer des öffentlichen Raumes. Die Fußgänger haben die Radfahrer für viel zu schnell, viel zu unkoordiniert, unkonzentriert gehalten und diese ganze. Und wir haben dann diesen Fahrradweg, der beidspurig auf die stadtauswärts rechte Seite verlagert. Dazwischen gibt es ja 2-spurige. Eigentlich stadtauswärts dann eine Spur, die rausfährt, und stadteinwärts 2 Spuren für den Pkw. Und da gibt es wirklich ein Konzept für die Praterstraße. Und dieses Konzept ist eigentlich ganz gut angenommen von Bürgerinnen und Bürgern, mit denen wir gesprochen haben, aber auch von anderen Fraktionen. Nur ist es halt mit der Umsetzung ein anderes Thema. Jetzt gibt es eine Studie von der TU, die gemessen hat, wie viele Radfahrer diesen Radweg nutzen. Es waren zu Spitzenzeiten an Werktagen 900. Für die Vizebürgermeisterin Hebein ist das ein großer Erfolg. Der ÖAMTC sieht darin den Beweis dafür, dass es viel zu wenige sind, um die Einschränkung gegenüber den Autofahrern
zu rechtfertigen. War jetzt dieser Pop-up-Fahrradweg ein Erfolg und soll man ihn fortführen? Schwierig, das als Erfolg zu bezeichnen, möchte ich sagen. Es ist nämlich so, dass die Art und Weise, wie dieser Pop-up-Radweg umgesetzt wurde, diese Nacht- und Nebelaktion, die man eigentlich aus der Kunstszene kennt, weil das sind diese Guerilla-Aktionen. Eine Freundin von mir hat in Ljubljana die Straßennamen beklebt in der Nacht mit ihren Freundinnen, weil es einfach zu wenige Frauennamen gegeben hat. Und das fand ich super, weil das war eine kleine Künstlergruppe, die das gemacht hat, aber diese Nacht- und Nebelaktion, einen Pop-up-Radweg aufzustellen von einer grünen Bezirksvorsteherin und von einer grünen Stadträtin, das fanden wir einfach sehr skurril. Niemand ist einbezogen worden, niemand wurde informiert über die Nacht, ist er aufgestellt worden. Wir finden ihn als einen guten ersten Schritt, erwarten uns aber ganz genaue Evaluierungen, um zu sehen, was er gebracht hat und was er gekostet hat. Wir setzen uns eigentlich eher nicht für diesen Pop-up-Populismus, der bei der Nachhaltigkeit halt nicht so sehr hält, sondern würden uns wirklich für konkrete Planungen, konkrete Umsetzungen, und wir haben in der Leopoldstadt zumindest jetzt 5 Jahre lang Zeit gehabt, was Brauchbares umzusetzen, ohne jetzt diesen Pop-up-Weg, zuerst hat es geheißen, bis Ende August bleibt er, jetzt ist es verlängert worden, also keiner kennt sich aus. Frau Böhringer, Populismus oder großer Erfolg? Sie können das gerne lächerlich machen. Ich glaube, es war total notwendig. Ich weiß nicht, ob Sie schon oft auf der Praterstraße mit dem Rad gefahren sind. Ich tue das auch mit meiner kleinen Tochter. Es ist wirklich gefährlich, weil es nur einspurig ist. Und es war keine Nacht- und Nebelaktion, es war auch keine Kunstaktion oder Gorilla-Aktion, wie Sie das jetzt bezeichnet haben, sondern es war in der Pandemie, in Zeiten des Lockdowns, die Möglichkeit, Platz zu schaffen, weil unglaublich viele Menschen aufs Fahrrad umgestiegen sind, weil viele Menschen nicht mit dem Auto oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren sind, und wir haben Platz geschaffen, ganz konkret Platz für die Menschen, die da Fahrrad fahren, und wir haben nicht nur Platz geschaffen, sondern wir haben viel gelernt, was funktioniert auf der Praterstraße, was funktioniert nicht. Wenn es doppelspurig ist, heißt das, so wie in Holland, state of the art, dass Menschen quasi auch überholen können, manche fahren langsamer, manche fahren schneller, und das ist kein Pop-up-Populismus, sondern das sind in Wirklichkeit Erkenntnisse, die wir bekommen. Wie funktioniert Straße? Wie wollen Sie das sonst machen? Das nennt man soziale Innovation. Im technologischen Bereich sagt man Prototyping dazu. Man baut Prototypen. Im Bereich der sozialen Innovation müssen wir die Dinge auch ausprobieren. Und was passiert jetzt? Der Pop-up-Radweg wird temporär kommen. Die Praterstraße wird quasi verlängert werden, der Fahrradweg. Und wir haben viele gute Erkenntnisse gewonnen. Genau so funktioniert Innovation in einer Stadt wie Wien. Das ist zumindest meine Vision von Wien, dass wir Dinge auch mutig ausprobieren, dass wir vorwärts gehen und dass wir nicht zuerst sagen, wir evaluieren alles fertig und in 5 Jahren, die Zeit haben wir nämlich nicht, weil die Klimakrise, und das war schon das Thema, eine extrem drängende Krise ist, weil sich quasi Fortbewegung in der Stadt verändern wird und weil wir einfach neue Verkehrskonzepte brauchen, und dazu müssen wir Dinge mutig ausprobieren. Absolut, und ich muss Ihnen sagen, wie gesagt, wir unterstützen das grundsätzlich, wir sind sehr gespannt auf die Evaluierung, und ja, es soll nicht bei einer Baustelle bleiben. Eine Baustelle ist immer, ich bin ja Architektin, eine Baustelle ist immer ein guter Beginn, aber soll nie das Endstatus sein. Also, schauen. Frau Sachs-Lehner, jetzt hat der Bezirksvorsteher der ÖVP der Innenstadt, der Herr Markus Fiegel, aufhorchen lassen mit seiner Idee einer autofreien Innenstadt. Auf der anderen Seite war die ÖVP sehr massiv gegen den Lückenschluss beim Wiental-Radweg am Naschmarkt. Wofür steht denn die ÖVP, wenn es um die Frage nach Radfahrwegen, Radinfrastruktur, Model Split geht? Also grundsätzlich spricht überhaupt nichts gegen den Ausbau von Radwegen. Es spricht doch überhaupt nichts, dass man Hitzeinseln diskutiert und all diese Themen, die in einer Stadt wie Wien natürlich wichtig sind. Aber ich muss auch noch kurz auf das replizieren, was die Kollegin von den Grünen gesagt hat, und zwar, also, dass man sagt, man probiert Dinge einfach hin und wieder mal so aus, ja, und baut mal da einen Pool hin und probiert aus, wie es funktioniert für 3 Wochen und baut da ein paar Radwege hin. In meinem Verständnis ist es keine verantwortungsvolle Politik. Und noch einmal, es ist nichts gegen den Ausbau von Radwegen grundsätzlich an Stellen, wo es vielleicht notwendig ist, einzuwenden. Man muss nur schon sich anschauen, haben wir ein Gesamtkonzept? Wissen wir wirklich, wo wird es gebraucht? Wo ist es wirklich notwendig, dass wir Radwege ausbauen? Oder wo bringt es einfach nur schöne Fotos für irgendwelche Politikerinnen und hat einfach keinen Mehrwert? Und wenn ich mir zum Beispiel anschaue, auch das Thema coole Straßen und Hitzeinseln, grundsätzlich ja, wir haben Hitzeinseln in Wien, man muss sich anschauen, was man dagegen tun kann, aber dann stellt man zum Beispiel Nebelduschen bei mir in meinem Bezirk in der Landstraße im Arnbergpark auf, wo einfach
kein Mensch steht und geht an einer Stelle, wo einfach niemand sitzt. Und da muss man sich schon überlegen, okay, macht es Sinn, dort für viel Geld überhaupt irgendetwas hinzubauen? Selbiges beim beim Pool am Gürtel, der von Rot-Grün da aufgestellt wurde. Es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, in einer Stadt mal innovative Projekte auszuprobieren. Aber warum in Herrgotts Namen stellt man für mehrere hunderttausend Euro einen Pool für 3 Wochen am Gürtel hin? Wem soll das irgendwie nachhaltig etwas bringen in einer Stadt? Das frage ich mich schon. Da würde ich gerne direkt darauf antworten. Was den Pool betrifft, wem soll das was bringen? Erstens bringt das den Menschen, die dort wohnen, etwas. Das sind Menschen, die am Gürtel wohnen. Das sind Menschen, die quasi täglich 7-spurige Autos vor sich haben, die über den Gürtel brausen. Früher ist ein Kinderfreibad gestanden. Also historisch an diesem Platz gab es ein Kinderfreibad, wo Kinder quasi auch die Möglichkeiten hatten, sich abzukühlen. Das ist auch bei diesem Gürtelpool passiert. Das heißt, worum ging es? Es ging darum, Abkühlung zu schaffen und unsere Sehgewohnheiten zu ändern und zu sagen, ja, da fahren jetzt Autos, aber es könnte auch ganz anders sein. Das Zweite ist ein Riesenstadtentwicklungsgebiet. Im Sophienspital entstehen unglaublich viele Wohnungen. In der Felberstraße werden unglaublich Areal vom ehemaligen Westbahnhof, werden viele Wohnungen entstehen. Der IKEA entsteht, wo wir wollen, dass Menschen nur mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren. Das heißt, diese Stadt ist dort genau an diesem Punkt in Bewegung und das Pool hat auch dazu gedient, um herauszufinden, wie Stadtplanung und wie Verkehrsplanung an genau diesem Punkt funktionieren wird. Und der dritte Punkt, könnte man jetzt auch sagen, international ist das so gefeiert worden, dass der Werbewert für Wien, glaube ich, gigantisch ist, weil es in allen Zeitungen quasi rundherum, schauen Sie sich das an in Deutschland und so weiter, was ist da Tolles in Wien möglich. Aber natürlich gibt es einen stadtplanerischen Hintergrund. Daher gab es dieses Pool und ja, für die Menschen, die dort waren, es war nicht nur ein Pool, es gab ein Rahmenprogramm, es gab ein Begleitprogramm, Menschen sind dazugekommen, sie haben sich abgekühlt. Und auch was Sie jetzt zu den coolen Straßen gesagt haben, zum Thema Abkühlung, ich weiß nicht, ob Sie schon mal in einer coolen Straße waren, ich wohne in der Nähe vom 16. Bezirk, in der Hasnerstraße. Da spielen Kinder drunter, da kühlen sich alte Menschen ab, da wird es unfassbar heiß am Beton. Und genau das werden wir in der Stadt brauchen in Zukunft, in einer Stadt, die sich aufhitzt. Und gerade die coolen Straßen, da findet Begegnung statt. Da sitzen Menschen, die keine Terrassen haben, die keine Balkone haben, die in unglaublich beengten Wohnungen wohnen im 16. Bezirk, die einfach Platz haben. Und genau dafür sorgen wir auch mit der coolen Straße. Gezahlt hat leider, muss man sagen, der ärmste Bezirk Österreichs hauptsächlich für diesen Pool. Also man muss jetzt gar nicht... Es war ein Projekt vom 15. und vom 7. Genau, Bezirk, es war ein Kooperationsprojekt. Genau, die Hauptkosten trägt der 15. ist, aber ich finde, es ist sozusagen für diesen Werbewert sozusagen zahlt hauptsächlich der 15. Bezirk und ich finde auch gar nicht, dass man das lächerlich machen muss, weder Radwege noch Pools. Ich finde, das sind beides Projekte, die man machen kann, aber die einfach der Radikalität dieser Klimakrise so nicht entsprechen und die auch nicht die mutigen Antworten sind, die man, glaube ich, braucht in der jetzigen Situation. Und also, ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt uns, Neos, fehlt die Nachhaltigkeit bei diesen Projekten. Ganz ehrlich, wir haben die Kohlestraßen gehabt, wir haben Benebelungsanlagen gehabt, zum Teil hat das Wasser, die Wasserqualität nicht gepasst und solche Sachen, die sollen nicht passieren. Ja, und da gibt es dann NEOS-Projekte, wo wir sagen, okay, wir wollen die Bäche wieder auf die Oberfläche, auf den Straßen raufholen. Und das sind nachhaltige Projekte, die kosten vielleicht etwas mehr am Anfang, aber auf Zeit gerechnet zahlen sich solche Projekte, vor allem in Wien, in einer Stadt, die wächst, die Stadterweiterungsgebiete hat. Die dauern aber auch ziemlich lang, diese Projekte. Und es braucht halt auf dem Weg dorthin auch schon irgendwie Möglichkeiten. Wir können den Leuten nicht sagen, in 10 Jahren können wir dann die Bäche freilegen. Das ist eine wunderbare Idee, aber das wird dauern und es wird unglaublich viel Geld kosten. Und ich glaube, man muss mal anfangen. Und dann sind 10 Jahre früher, als man denkt. Damit sie bei den Menschen ankommen. Ja, aber ich glaube, die Regierung hätte schon die Möglichkeit gehabt, durchaus noch mal größere Schritte zu setzen, Öffis gratis zu machen, auszubauen. Das ist genau unser Vorschlag in Wien. Es ist aber nicht passiert unter dieser Stadtregierung und ich denke, genau diese Dinge müssten passieren, um eine soziale, ökologische Politik zu machen. Beispielsweise auch tatsächlich sozusagen Wohnraum so umzuverteilen und es gibt ja ganz viel leerstehenden Wohnraum, der nicht genutzt wird, dass nicht überall neu gebaut werden muss. Das sind Dinge, die jetzt angegangen werden müssen, weil diese Klimakrise eben auch nicht wartet und da denke ich, ist es einfach sehr, sehr, sehr viel zu wenig, was bisher passiert ist und auch mit einem Fokus auf eine Politik, die einfach für die Menschen, die gerade besonders unter dieser Klimakrise leiden, die Menschen, die in den beengten Wohnungen sitzen, für die war sozusagen die Maßnahmen ganz besonders weit entfernt. Also ich denke, hier wirklich einen Fokus auf soziale Klimapolitik zu machen und auch zu schauen, dass es genau den Leuten hilft,
die Leute erreicht, die besonders unter dieser Krise leiden. Das wäre wichtig gewesen, auch schon in den letzten Jahren und aller spätestens jetzt. Und ich glaube, da braucht es mutigere Antworten als die, die bisher gegeben worden sind. Ich glaube, wir können auch zusammenfassen, der Gürtelpool war ein Planscherlebnis mit einem erweiterten Hintergrund. Es ging auch um stadtplanerische Erkenntnisse, um die Frage, was passiert, wenn man eine der durchfahrensten Kreuzungen der Stadt blockiert. Raimund, wir wollen aber noch sprechen über... Wir wollen über die politische Dynamik sprechen, die es jetzt gibt in Wien. Aber ich hätte noch eine Frage dazu an die Frau Ngosso. Ich habe den Eindruck, die SPÖ kann sich nicht so wirklich entscheiden. Ist die SPÖ jetzt eine Autopartei? Es gibt offensichtlich Bezirkschefs, die sehen irgendwie Auto, Auto, Auto und die haben auch ordentliches Backing vom Rathaus. Auf der anderen Seite natürlich ist man stolz auf die öffentlichen Verkehrsmittel. Wie wird das endlich ausgetragen in der SPÖ? Viele kennen sich nicht aus. Ist also, es die SPÖ, es die wird, Autopartei oder nicht? Es wird so ausgetragen, dass Bezirke für sich entscheiden, wie sie das handhaben. Also beispielsweise bei uns im ersten Bezirk, wir sind ganz klar und deutlich für eine autofreie innere Stadt. Dafür sind wir schon, seitdem ich Bezirksvorsteherstellvertreterin bin, auch eingetreten. Die innere Stadt hat eben sehr, sehr viele enge Gassen und Straßen. Und wir brauchen einfach viel, viel mehr Platz für die Menschen, die dort wohnen. Vor allem auch mit dem Hinblick, dass so viele Touristen und Touristinnen tagtäglich in die innere Stadt reinkommen, müssen wir einfach, brauchen wir den Platz und wir brauchen eine autofreie innere Stadt. Das heißt, Sie unterstützen diese Initiative des ÖVP-Bezirkschefs und der Grünen, über die ja der Bürgermeister nicht so rasend begeistert gewesen sein soll. Wir unterstützen sie, nur es darf natürlich keine Husch-Husch-Aktion sein. Es muss schon sehr gut geplant werden, vor allem auch die Fragen, wie ist es mit den Menschen, die dort wohnen, mit der Bevölkerung, wie wird sie mit ihren, also kann sie mit den Orten hineinfahren, was ist mit einer Oma oder einem Opa, die Besuch von der Familie, vom Enkel haben möchte. Das sind Fragen, die man natürlich schon vorher lösen muss, bevor man die autofreie innere Stadt anfängt. Zur Frage der politischen Dynamik, die wir zurzeit in Wien haben. Warum sagt die SPÖ nicht, mit wem, mit welcher Partei sie kandidieren will, sie regieren will, wenn es keine absolute Mehrheit gibt für die SPÖ, was nicht völlig ausgeschlossen ist, aber nicht sehr wahrscheinlich ist. Ich weiß, das ist in Österreich nicht üblich. In anderen Ländern ist das üblich. Und ich frage mich, ob das nicht auch gegenüber den Wählerinnen und Wählern fair wäre, zu sagen, unser Ziel ist, die Koalition mit den Grünen fortzusetzen oder unser Ziel ist, das zu überdenken und vielleicht mit der ÖVP eine Koalition zu machen. Warum tut das die SPÖ nicht? Ich würde mir wünschen, dass die SPÖ Wien weiterhin mit den Grünen koaliert. Ich glaube, dass das eine sehr gute Koalition war, die sehr gut funktioniert hat und dass wir sehr, sehr viele, gerade mit den Grünen hier in Wien, sehr, sehr viele Überschneidungen haben. Ich würde mich freuen, wenn das so weitergehen würde. Wie das der Bürgermeister handhabt. Wie stark ist aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Kenntnis der SPÖ, die Gruppe jener, die sagen, ja, mit den Grünen ist uns das zu kompliziert, wir möchten lieber mit der ÖVP. Also die meisten möchten, dass diese Koalition beibehalten wird. Frau Arapovic, die Neos wollen mitregieren. Das war nicht immer so. Es hat Zeit gegeben, und zwar mitregieren mit dem Bürgermeister Ludwig. Es hat eine Zeit gegeben, da hat der Neos Spitzenkandidat gesagt, also wenn es möglich ist, zusammenzustellen, eine Koalition, die den Bürgermeister Ludwig stürzt oder die Sozialdemokraten von der Führung des Rathauses entfernt, dann wäre er damit dabei. Warum diese Korrektur? Ist das rein der Arithmetik oder auch vielleicht eine Annäherung der Neos an Rot-Grün? Wenn man jetzt sagt, man möchte mit Rot-Grün in Wien mitregieren, ist das schon ein politisch neuer Akzent, oder? Also schauen Sie, wir Neos, wir wollen natürlich mitgestalten. Unsere DNA ist so, dass wir Anpackerinnen und Anpacker sind. Und natürlich wollen wir mitregieren. Natürlich, wenn es Gespräche gibt, machen wir da gerne mit, aber nicht um jeden Preis. Also uns sind Themen wie Transparenz, also Gegenfrankelwirtschaft, die in Wien sehr verbreitet ist, ganz wichtig. Wir wollen unbedingt bessere Schulen und bessere Kindergärten in Wien und wir wollen eine lebendige Wirtschaft. SPÖ ist in unseren Augen viel zu träge, viel zu langsam, viel zu wenig dynamisch, reagiert einfach nicht den Herausforderungen der Zeit entsprechend. Wir haben aber auch zwei Parteien dezidiert ausgeschlossen, mit denen wir nicht in die Koalition gehen würden. Das war bei uns seit der Gründung ganz klar, dass wir mit der FPÖ nicht mitregieren, mitkoalieren wollen. Und jetzt seit Blümel ist es auch bei uns auch undenkbar, dass wir mit der ÖVP in Wien zusammen regieren. Frau Sachs-Lehner, die ÖVP führt einen Wahlkampf mit Themen
und mit Botschaften, die so ähnlich klingen wie die Botschaften der FPÖ vor ein paar Jahren. Es wird jetzt von Experten erklärt, die FPÖ kollabiert und man möchte einfach die Wählerinnen und Wähler, die FPÖ gewählt haben, gewinnen. Alle sagen, die ÖVP wird wahnsinnig dazu gewinnen, weil das letzte Ergebnis so schlecht war, glaube ich 9% das letzte Mal. Also das kann sich verdoppeln oder darüber hinaus. Aber jetzt aus der Sicht der jungen ÖVP. Jugendorganisationen sind ja manchmal auch kritische Geister in der Partei. Ist es das wirklich wert, so sehr FPÖ-Themen zu übernehmen, wie das die ÖVP im Wahlkampf macht? Es gibt ja viele Bürgerliche, die sagen, die ÖVP verliert ihr christlich-soziales Herz mit der Art, wie hier gegen Migranten immer wieder argumentiert wird. Also es geht da in keinster Weise darum, irgendein Wahlziel zu erreichen, sondern so wie ich am Anfang gesagt habe, es geht einfach darum, Wahrheiten auszusprechen. Und wir sprechen einfach gerade Probleme an, die es in Wien seit Jahren gibt. Und das widerspricht in meinen Augen überhaupt keinem christlich-sozialen Gedanken, sondern genau darum geht es beim christlich-sozialen Gedanken, dass man sich anschaut, was braucht die Stadt, wo sind die Problemfelder. Wir haben eine aktuelle Corona-Krise, die uns wahnsinnig fordert im Bereich des Gesundheitssystems. Wir haben eine Wirtschaftskrise, wo in Wien einfach überhaupt nichts passiert. Und wir haben eine Integrationskrise, die uns irrsinnig fordert, wo wir Straßenschlachten in Favoriten haben. Und da ist es vollkommen egal, sozusagen da sind einfach ideologische Scheuklappen komplett fehl am Platz, sondern es geht darum, dass man sich einfach anschaut, was sind die Probleme und welche Maßnahmen braucht es, dass man die bekämpft. Sie klingen ein bisschen wie eine Hardlinerin, wenn ich das so sagen darf. Keine Überlegung in Richtung Ausländerwahlrecht, kein Argument, dass man vielleicht ein bisschen eine Diskussion braucht in Sachen Anti-Ausländer-Botschaften der ÖVP. Ist das so? Ist die ÖVP Hardliner in der... Also ich würde mich jetzt so vielleicht nicht bezeichnen, aber wenn Sie es so empfinden, dann können Sie es gern so sagen, weil was ich gesagt habe, dazu stehe ich zu 100% und ich will, dass das in der nächsten Legislaturperiode so umgesetzt wird, wenn es nach uns geht. Ja? Frau Püringer, der Gesundheitsminister Ann Schobersch ist auf den Plakaten der Grünen in Wien. Ganz einfache Frage, ist eine Stimme für Birgit Hebein auch eine Stimme für Türkis-Grün? Eine Stimme für Birgit Hebein ist eine Stimme für die Grünen in der Stadt, für die Grünen in Wien. Rudi Anschober ist ein sehr guter, ein besonnener Gesundheitsminister und wir brauchen all seine Expertise in der Corona-Zeit. Was den Wahlausgang und die politische Dynamik betrifft, dann hat es die SPÖ in der Hand, die den ersten Platz machen wird. Ich freue mich, dass die Kollegin Gosow das jetzt gerade so klar ausgesprochen hat. Bisher haben wir das noch nicht in so einer Klarheit gehört. Und die Grundfrage wird sein, geht es Richtung Zukunft, Richtung Klimahauptstadt und Sozialhauptstadt gemeinsam mit den Grünen oder geht es zurück in die Vergangenheit mit Rot-Schwarz Richtung Betonieren und Privatisieren? Frau Svetz, die 5% sind eine große Hürde, um in den Wiener Gemeinderat zu kommen. Ist wahrscheinlich nicht wahnsinnig realistisch, dass links wirklich diese Hürde nimmt. Nie völlig ausgeschlossen. Die KPÖ hat auch viele Stimmen in Graz bekommen. Aber was sagen Sie zu jenen, die sagen, das ist in Wirklichkeit eine verlorene Stimme für Sie zu stimmen? Oder ist das ein Projekt links, das über die Wahlen hinausgeht, eine neue Partei, eine neue Bewegung zu schaffen? Ohne dies, also es ist auf jeden Fall eine neue Partei, die gekommen ist, um da zu bleiben und die auch in den nächsten Jahren aktiv sein wird. Und wenn sie es nicht dieses Mal in dem Gemeinderat schafft, dann beim nächsten Mal. Ich glaube aber, es ist relativ absehbar eigentlich für alle Beteiligten, dass diese Stadtregierung wieder rot-grün sein wird. Ich glaube, da muss man sich nicht besonders fürchten. Die Stadtregierung wird rot-grün und was es braucht, und ich habe eigentlich auch den starken Eindruck, dass viele Leute das merken, ist eine linke Opposition. Aber es ist vielleicht eine verlorene Stimme für Sie zu stimmen. Es ist deshalb keine verlorene Stimme, weil es derzeit rechte Opposition gibt, und zwar ausschließlich rechte Opposition. Und es ist sozusagen eine Situation, in der die ÖVP ja nicht nur auf einer Ebene der Flüchtlingspolitik rechts ist, sondern es war auch noch nie besonders christlich oder sozial, sich nicht für die Lebensrealitäten der kleinen Leute zu interessieren und stattdessen sozusagen Millionärinnen und Milliardärinnen. Die Frau Sachs-Lehner hat sich hier viel anhören müssen, sozusagen. Ja, aber warum soll man für sie vertreten? Aber es ist auch tatsächlich so. Und es braucht eine linke Opposition in der Stadt, die wirklich mal sagt, sozusagen, es braucht eine Politik für die vielen kleinen Leute, denen es nicht gut
Arbeit geht. Aber also es gibt Leute, die haben, es gibt nicht wenig Leute in der Stadt, die immer noch armutsgefährdet sind. Es gibt so viele Leute, die nicht wahlberechtigt sind. Und es gibt ja tatsächlich auch bei Rot und Grün Linke, die sich nur sehr, sehr oft ergebnislos versuchen durchzusetzen. Und eine linke Opposition stärkt, glaube ich, die Linken in Rot und Grün und gleichzeitig bringt sie mutige Positionen vor, die derzeit nicht gesagt werden. Und die werden, so ist es wahrscheinlich aus ihrer Sicht, außerhalb des Gemeinderates, des nächsten Gemeinderates bleiben müssen. Vielen Dank. Ich bin der starken Ansicht, dass das auch im Gemeinderat der Fall sein kann, okay. Aber natürlich auch außerhalb des Gemeinderates. Herzlichen Dank an alle Diskutantinnen hier am Tisch. Vielen Dank, Eva. Der Falter hat immer spannende Reportagen über den Wiener Wahlkampf. Jede Woche gibt es diese Reportagen. Wenn Sie immer am Ball bleiben wollen, dann empfehle ich ein Abonnement des Falter an dieser Stelle. Ein Abo des Falter kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.